Miau an alle, die den Weg durch die tiefen Weiten des Internets wieder hierher auf diesen Kanal gefunden haben. Ich frage mich schon seit langem, was würde denn passieren, wenn ein Anfänger, der noch nie vorher Musik in einem DAW, also das ist die Software, in der man dann Musik produzieren kann, produziert hat, wenn der genau diesmal versucht, wo findet er sich dann besser zurecht? Jetzt habe ich nur ein Problem. Ich habe schon die langjährige Erfahrung, das heißt seit März, in der Musikproduktion, wodurch der Test dann nicht so ganz funktionieren würde. Aus diesem Grund habe ich mir den ehrenwerten Cornelius geschnappt. Diese Person hier, die hat noch nie vorher in irgendeinem DAW Musik produziert. Weder in FS Studio noch in Ableton Live. Doch das wird sich jetzt ändern, nicht wahr? Und zwar schlagartig. Kleiner Disclaimer. Natürlich kann man sich anhand diesem Video nicht entscheiden, welches DAW für einen passend wäre. Ladet euch einfach mal die Demo-Version runter, die ist kostenlos. Und probiert mal rum, was am besten für euch geeignet ist. Aber jetzt ab ins Video. FL Studio ist eine Digital Audio Workstation des belgischen Unternehmens Imagelein Software. Versus. Ableton Live. Ableton Live ist ein Sequencer des Berliner Softwareunternehmens Ableton und ein Werkzeug zur Musikproduktion. Hallo und los geht's. Ja, was habe ich denn so zu tun? Dann lad dir jetzt einfach mal FL Studio runter, würde ich vorschlagen. So, dann gucken wir uns mal Catfish-Videos an. Mach das, wenn du das dazu willst. Catfish. Eigentlich ist Catfish. Wir darum und wir haben folgende Anforderungen. Abonnier deine Catfish-Music. Ja, wow. Und gefällt's dir noch? Okay, das sieht eher aus wie so ein komischer Hund anstatt eine Katze. Schlecht ist das Ganze. Grinse Katze, ja. Gut. Oh je. Wir sind bei Gucci. Es ist runtergeladen, es ist da. Das freut mich sehr. Der Moment der Wahrheit ist gekommen. Dieser Moment muss gefeiert werden. Jetzt ist es endlich da, das tolle Programm namens FL Studio. Hier öffnet sich auch wie gewohnt auch schon gleich ein kleines Demo-Projekt. Ab jetzt hast du eine Stunde Zeit, dich in deinem DAW zurechtzufinden, aber ganz ohne Tutorials und ähnliche Hilfsmittel. Du hast aber drei Joker, bei denen du mich nach etwas fragen kannst und ich dir das dann auch beantworte. Am Ende werden wir uns dann die Resultate anschauen. Okay, ich bin sehr gespannt, wie eine Flitzekatz. Der große Moment ist gekommen. Wir starten. Okay. Die Zeit tickt und ich habe nicht mal eine Ahnung, wie ich jetzt hier ein neues Projekt mache. Ich bin ja hier gerade in diesem komischen Demo-Projekt und wie ich richtig verstanden habe, sind das hier diese Patterns. Das hier ist ein Automation-Clip, bei dem man automatisch irgendwas zum Beispiel jetzt am IQ verändert oder so ähnlich. Das hier sind dann die Spuren, wo irgendwas aufgenommen wurde, also so ein Gesangspart oder was weiß ich, Vocals. Und das sind nochmal Automation-Clips. Gut, dann müssen wir uns mal daran machen, ein neues Projekt zu öffnen und das wird sehr schwierig werden, weil ich habe keine Ahnung, wie wir hier noch... Ah doch, vielleicht hier oben auf File und dann Import, Export, Exit. Ich exit hier einfach. Okay, vielleicht nicht die beste Idee. Dann gehen wir nochmal ins FL Studio rein. Ah, die schöne Gurke. Und jetzt haben wir hier ein neues Projekt. Und ich habe mir vielleicht schon vorher überlegt, hier ein einfaches Lied zu machen, was wahrscheinlich irgendwas mit Tropical House zu tun, also irgendwie Klaviermelodie, dann einfach. Irgendwie... Ja, irgendwie sowas so. Dann irgendwie ein bisschen Klavier, dann ein bisschen Clap, ein bisschen Kick. Boah. Ja, mit was fangen wir an? Wahrscheinlich erst mit der Klaviermelodie. Und deshalb ziehen wir uns hier, ich habe nicht mal eine Ahnung, ich glaube hier links sind doch irgendwie diese Teile, die man sich hier drauf zieht. Also sowas wie... Kein Kommentar. Also halt Dinge, die man sich hier drauf zieht. Ich brauche jetzt Synth, aber ich will eigentlich ein Klavier. Zählt dann ein Klavier zu Synth oder nicht? Okay, also... Kritikpunkt an FL Studio, die hätten das hier viel übersichtlicher gestalten können. Ich blicke hier einfach gar nichts. Was sind denn Mists? Okay, das sind FL Keys. Keys hört sich doch schon mal gut an. Dann ziehe ich das Dings hier auf die Kick. Und jetzt habe ich hier FL Keys.
Bach-Oplast Fortnite. Und jetzt drehen wir uns einmal hier schön um, denn wir haben hier ein Klavier. Und dieses Klavier funktioniert nicht, dieses MIDI-Keyboard, weil irgendwas falsch ist. Gut, dann würde ich mal sagen, ich löse den ersten Joker hier ein. Okay, verstehe. Ich komme dann mal runter. So, damit mal hier auf... Jetzt hört man schon was? Ja, man hört was. Man hört was? Sehr schön. Ich schätze mal, in den folgenden nächsten Minuten werde ich mich darum kümmern, endlich mal eine schöne Melodie mit diesem Launchkey hier zu kreieren. Okay, ich kann ja keine Akkorde, das ist jetzt das Problem. Mich würde brennend interessieren, wie sie das hier gerade anhört. Ich darf auch kein Internet verwenden. Du darfst kein Internet verwenden. Das hört sich eigentlich gar nicht mal so schlecht an. Ich glaube, ich kann das mal hier über diesen Knopf aufnehmen. Ja, wir haben echt eine Aufnahme, cool. Ja, und wo ist jetzt meine Aufnahme hin? Das fände ich jetzt toll zu wissen. Hat es mir hier schon Pattern erstellt? Nee. Hä, wo ist es überhaupt hin? Also, was ich auch gut finde an FL Studio, was ich bisher schon gehört habe, ist nämlich, dass man hier alles schieben und drehen und ziehen, und das freut mich sehr. Wie viel? Oh nein, ich habe nur noch eine Stunde, eine Dreiviertelstunde Zeit oder so. Wo ist jetzt diese tolle Aufnahme hin? Weil das war gar nicht mal so schlecht. Komme ich jetzt hier irgendwo ins Piano Roll oder so? Ja, muss ich das dann erst im Piano Roll spielen? Okay, es ist okay, dass es da drin spielt, aber es hat's nicht aufgenommen. Hallo, hallo. Wo ist es jetzt? Muss ich jetzt schon meinen zweiten Joker einsetzen? Keine Ahnung, also ohne Tutorial kommt mir hier doch irgendwie nicht zurecht. Kleine Anmerkung, es ist eine wirklich sehr, sehr schwere Aufgabe, sich allein das allererste Mal ohne Tutorials zurechtzufinden. Also ich dachte, da kommt jetzt so ein Pop-up hin, wo dann steht hier ihre Aufnahme, dies, das, und dann ziehe ich die da rein, aber scheinbar nicht. Bevor ich jetzt hier... bevor ich jetzt hier nicht weiterkomme, würde ich hier mal die Güte der Katze erweisen lassen und um einen nächsten Joker fragen. Ich möchte ganz gern die Aufnahme, die ich hier habe, da reinziehen ins Piano Roll. Das geht jetzt nicht mehr, wow. Da du die jetzt... Wenn du jetzt was spielst, dann sind hier die Noten hier drin. Hey, das ist ja richtig cool. Und dann spiele ich. Und es hat's nicht genommen. Wieso hat es das jetzt nicht genommen? Was ist das? Und dann machen wir das nochmal von neuem. Ups. Notes and Automation. Ah, ich weiß es. Jetzt. Oh oh, und let's go. Wieso habe ich hier ein MIDI-Keyboard stehen, wenn ich das nicht benutzen kann? Was ist das hier? Doch. Das ist schön für ein Sport. Ich kann es benutzen, aber... Ein Tipp, der nicht als Joker zählt. Du hast etwas vergessen. So. Hä? Hä? Was geht jetzt ab? Kann ich mir das mal alles hier anhören? Sehr toll. Fällt dir was auf, wenn du dir die einzelnen Patterns ganz genau anschaust? Nee, leider nicht. Wie groß sind denn die? Elfe, okay, gut. Wie groß diese sind, keine Ahnung. Füg mal nochmal ein Pattern ein. Kein Ton. Ja, ich füge mal eins ein. Genau. Nein. Das ist der Fehler. Okay, vielen Achtung. Dank. Sehr gern. Schön. Sicher, dass hier nichts falsch geraten ist? Ich glaube doch. Was ist denn hier falsch geraten? Hä? Was? Hä? Ich verstehe es nicht mehr. Ich habe da gerade alles so gemacht wie vorher und jetzt ist es trotzdem anders. Nein! Das nicht ganz. Zieh mal die Kanzlei. Jo. Nein, es ist nicht falsch. Also nein. Ah! Genau! Ich verstehe es. Und dann ziehe ich den sogar zur Hälfte. Ja, danke schön. Ja, tu das. Hä? Jetzt ist das Ding weg. Wo ist es hin? Ja, toll, schön dich zu treffen. Ah! Was ist jetzt passiert? Es ist wieder...
Yay, es ist wieder da. Jawohl, es hat funktioniert. So, wir haben jetzt hier mal das erste Pattern. Und jetzt gehen wir mal ins Piano Wall und hören uns das mal genauer an. Okay, man hört, dass es nicht alles gleich laut, zum Beispiel das hier ist leiser. Deshalb ziehen wir diese Lautregler mal alles so insgesamt auf einen gleichen Nenner. Okay, das ist eigentlich ziemlich gut, muss ich sagen. So, dann ziehen wir uns mal irgendwas rein. MIDI, Drum brauchen wir nicht, Generator, was, Hilfe. Wo ist denn hier die Flex? Hilfe, was sind das hier alles für Plugins? Wir brauchen ja kein Reverb und alles, Patcher nicht, Sampler sind, keine Ahnung. Das ist irgendwie etwas complicated, muss ich sagen. Okay, sehr schön, dann ziehen wir uns da einfach mal, die Flex rein, das ist doch schon mal ganz toll. Wieso höre ich hier nichts? Ganz komisches Teil. Hier ist einfach gar nichts drin, ne? Egal, dann gehen wir halt aus der Flex raus und dann holen wir mal Harmless rein. Hört sich sehr toll an. Jetzt hört man einfach gar nichts mehr. Okay, da mir jetzt die Zeit etwas davon rennt, muss ich hier jetzt mal woanders hier reingehen. Und geh mal zum lieben Citrus. Wenigstens hält mir hier was, das ist schon mal gut. Wie komme ich jetzt zu meinem Pattern? Okay, das war jetzt ein Schrott. Wo steht hier Undo? Ich weiß, was ich falsch gemacht habe. Ich nehme lieber die Ogon. Keys, wo ist hier Keys? Im Steinwerk. Okay, es ist auf jeden Fall sehr unübersichtlich. Kann ich die Arbeits hier draufziehen? Jawohl. Ich brauche jetzt hier auf jeden Fall einen neuen Pattern und den gibt's nicht. Und wenn ich jetzt mein drittes Ding einlöse, dann haben wir etwas Pech. Jetzt gehen wir mal hier in dieses Ogon-Gedöns und dann gucken wir hier mal auf Piano Roll. Hilfe, das hört sich an wie irgendwer mongolischen Schwertkämpfer, also das werfe ich mal raus. Jetzt nur durch die Hoffnung liegt in der Arb. Passt nicht ganz. Aber es hört sich. Ich muss sagen, das hört sich gar nicht mehr so schlecht an, muss ich sagen. Ich habe ganz falsch angefangen. Ich hätte zuerst einen Bass machen sollen, dann Beat und dann irgendwelche Akkorde dazu. Wie macht denn hier Beats? Wie macht man hier Beats? Okay. Ist dir eigentlich schon mal aufgefallen, dass du hier zweimal den gleichen Pattern übereinander hast? Ja, das weiß ich. Das ist aber gut, weil dann gibt's mehr Layer. Ja, genau so. Ich werde dir nun ganz kurz erzählen, wie man denn jetzt Drums erstellt. Die Drums, die findest du hier unten bei Packs. Wirklich alles hier. Und findest du Kicks, Heads, Toms, Snares. Wie machen wir weiter? Okay. Geht's hier einfach mal auf Drums insgesamt. Claps sind gut. Claps werden ganz gut. Nein. Wo bin ich jetzt hin? History. Hä, das ist ja die History, alles was ich getan habe. Das wird immer. Ich könnte ja einfach mir das Ganze kopieren, was er gemacht hat, und dann hätte ich ein gutes Lied. Falls es so funktioniert. Okay, ich habe tatsächlich keine Ahnung. Ich bin jetzt hier schon wieder irgendwie weg. Also ich glaube, FL Studio kann man wirklich nur intensiv nutzen, wenn man sich vorher ein paar Tutorials anguckt. Einfach so ist es etwas schwer. Muss ich jetzt mal so als inoffizielles Fazit hier im Vorni rein sagen. Muss man ehrlich sagen! Ja gut, ich brauche jetzt halt ein neues Pattern und ich weiß nicht, wie man das erstellt. Ja gut. Hier oben. Plus. Dann machen wir halt Pattern 3. Das kommt hier hinzu. Und jetzt gehen wir hier. Ich teste erstmal durch. Es ist halt komplett leise. Egal, guck ich mal, was hier losgeht. So. Gar keinen Sinn, weil da ist irgendein Fehler ist hier drin. Ich weiß nur nicht, wo dieser liegt. Ich glaube, wir haben den Fehler gefunden
Und zwar ist denn hier irgendwie Trump drin, ne? Hier ist wieso auch immer irgendwie Trumps drin. Ich weiß nicht, wie diese Trumps hier reingekommen sind. Aber ich weiß es nicht. Und das ist sehr komisch. Also das Lied wird nicht gut werden. Okay, da ist leider irgendwie so ein Taktsprung drin, weil da irgendein Problem war vorher. Und das ist das, was jetzt hier nicht richtig funktioniert. Letzte Minute läuft. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins und Cut. Okay. Es wird und bleibt spannend. Okay, herzlichen Glückwunsch zu diesem Lied. Apropos, deine Tastatur, die ist sehr, sehr schön. Also, ich muss sagen, FL Studio hat viele Möglichkeiten, auf jeden Fall zu produzieren. Es ist halt, muss ich sagen, gar nicht mal schlecht, wenn man halt viel verschieben kann. Aber das Problem ist, es ist halt dadurch, dass es viele Möglichkeiten gibt, es ist halt sehr umfangreich und dementsprechend auch sehr schwer zu lernen. Es gibt halt einige Dinge, auf die würde man gar nicht kommen. Da muss man sich eigentlich, wenn man wirklich mit FL Studio produzieren will, muss man sich auf jeden Fall Tutorials anschauen. Verstehe. Alleine. Lernen wird da relativ schwierig, muss ich sagen. Aber an sich ist das Programm eigentlich ziemlich gut. Jetzt wird der ehrenwerte Cornelius ein weiteres DAW ausprobieren, und zwar Ableton Live. So, jetzt laden wir das mal runter, oder? Also, es gelten die gleichen Regeln wie in FL Studio. Und zwar, du hast drei Joker. Oh oh. Es gelten die gleichen Regeln wie vorher, und zwar... Es gibt wie immer drei Joker, aber der Nachteil ist, ich kann wahrscheinlich dem ehrenwerten Cornelius nicht so gut helfen, da ich mich nicht auskenne in Ableton. Deshalb schauen wir mal, ob wir das dann auch mit Tutorials regeln können und etc. Ganz allein auf mich gestellt. Das macht das Ganze natürlich umso spannender und deshalb würde ich sagen, gehe ich mal direkt rein. Nee, was? Okay, was passiert jetzt? Ich trinke so lange mal einen leckeren Tee. Aber gern. Der ist zu heiß. Da warte ich lieber nochmal. Gut, so, was ist jetzt passiert? Warum? Keine Ahnung. Ziehen Sie Instrumente oder Samples hier? Ich habe tatsächlich überhaupt keine Ahnung, was hier jetzt losgeht. Wir gehen jetzt einfach mal hier auf Instrumente. Okay, was ist das jetzt hier? Okay, und man sieht auch schon, man kann hier nichts schieben oder drehen oder... Doch, das hier kann man verschieben. Nee, kann man nicht. Wie funktioniert das? Kann ich hier irgendwie was abspielen? Wo ist hier überhaupt der Abspielknopf? Ah, hier ist es schön. Also, das Programm ist ja noch schlimmer als FS... Also, nicht, dass FS Studio jetzt schlimm ist. Man findet sich hier ja überhaupt nicht zurecht. Man weiß ja gar nicht, was jetzt so irgendwie losgeht. Muss ich das jetzt irgendwo draufziehen? Muss ich das dann abspielen? Ich habe jetzt halt hier irgendwelche Samples oder so. Und was mache ich dann mit denen? Okay, ich habe wenigstens mal was gehört. Und man hat auch schon gesehen, hier sind die Knöpfe von blau, grün zu rot irgendwie geworden. Und es sind auch nicht mehr alle an. Und wenn ich hier jetzt navigiere, dann passiert hier auch schon was in Ableton. Fällt mir gerade nur auf. Interesting. Dann muss ich heute das schöne Gerätchen ein bisschen mehr in den Blick nehmen. Ich habe jetzt hier was reingezogen. Das fällt mir aber dann noch nicht. Kannst du mal überall drauf drücken? Ich glaube, das wird noch schlimmer werden. Ich weiß halt nicht, was ist das hier? Muss ich da jetzt hier irgendwas draufziehen? Du verstehst nicht. Wow! Da kam gerade ein Ton, aber nur kurz. Hä? Komisch, nur dieses Pad hier gibt was von sich und der Rest gibt nichts von sich, außerdem blinken diese Pads irgendwie relativ seltsam. Okay, vorher noch ein bisschen Tee. Sehr schmackhaft. 808, okay, 808, ziehen wir das einfach mal hier drauf. Ja, cool. Da war gerade irgendwas Komisches, nämlich jetzt fängt es an und hat irgendwie das gesampelt, was ich gerade gespielt habe, und spielt es jetzt ab. Irgendwie, ich habe keine Ahnung, was ich getan habe. Vielleicht kann man mit diesen Pads hier oben, kann man vielleicht irgendwie Aufnahme starten und dann irgendwie in Sample, irgendwas damit samplen, und dann hat man einen Loop. Ich glaube, das hier wird, das,
das wird nicht zum Lied werden. Das wird eher mehr so ein Rumprobiersel werden. Okay. Ich würde sagen, dieses 808-Kick, aber jetzt machen wir mal 707 hier aufs zweite. Dann haben wir jetzt das 707-Kick und jetzt? Aber da läuft total immer noch der Sample, der Loop davon vorher durch. Was das auch immer ist. Und das hat das hier zu bedeuten? Diese Sinuswellen oder was es auch immer darstellen soll. Ah, das kann ich mir denken. Das kann ich mir denken. Okay. Das ist vermutlich. Dann löse ich hier mein Joker ein. Okay. Was diese Sinuswellen das sind? Ich kann das jetzt zwar irgendwie stretchen. Du musst wahrscheinlich ganz arg hinzoomen und dann siehst du hier einzelne Punkte. Sample verwalten. Jetzt mal. Okay, jetzt ist hier was ganz anderes passiert. Hilfe. Was ist jetzt hier aufgeklappt? Jetzt habe ich hier zum Beispiel eine Clap. Aber was kann ich jetzt mit dieser Clap tun? Kann ich die hier irgendwo reinziehen? Was kann ich da jetzt machen mit der? Ziehen Sie Dateien und Geräte hier hin. Jetzt zieh doch die Clap hier rein. Aber die Clap lässt sich hier nicht reinziehen. Hä? Ich kenne mich halt wirklich gar nicht aus. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Das war eine Clap. Applaudieren wir mir mal. Danke, danke. Kann ich das jetzt hier irgendwie aufnehmen? Das wäre jetzt freundlich, weil ich hätte jetzt hier wenigstens irgendetwas. Hä? Dann läuft mal wieder das Sample von vorher durch. Ding. Ich weiß nicht, was hier los ist. Da läuft die ganze Zeit. Das heißt, wenn man hier auf den Aufnahmeknopf drücken würde, passiert denn hier irgendwas in der FL Studio? Dann werde ich jetzt mal aufnehmen. Das ist das von selber. Oh, puh. Also, ich habe tatsächlich keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt hier auch irgendwas aufgenommen, aber ich weiß gar nicht, wo das denn genau ist. Ob ich das jetzt hier, ob das jetzt das hier ist, in diesem Clap Enemy Flag. Ich habe keine Ahnung. So, Leute, nach diesem Zwischenfall würde ich mal sagen, ich nehme mal wieder was auf. So, ich habe das jetzt mal ganz schön aufgenommen. Ich weiß leider nur nicht, wohin. Cool, das ist jetzt hier drinne. Wie in FF Studio. Hier drauf. Bringt das was? Ja. Jetzt. Das ist cool. Dankeschön. Ja, und dann kann ich mir das hier hoffentlich auch wieder anhören. Okay, dann nehme ich das jetzt auch mal auf. Okay. Aufgenommen? Ich hoffe, das hat jetzt hier irgendwann auch mitgenommen. Ich weiß halt nicht, wo ich die Spuren habe und wie ich die übereinander legen kann. Habe ich das jetzt hier drauf oder habe ich das jetzt hier drauf? Ich hätte jetzt auch ganz sowas, wo ich irgendwas jetzt habe, diese Clips, und dann will ich die übereinander ziehen und irgendwas mit denen machen. Was willst du eigentlich so noch? Ich weiß nicht, wie wir das eingestellt haben. Wieso läuft das jetzt wieder durch? Okay, dann läuft jetzt irgendwas durch. Wie komme ich jetzt wieder in das Piano roll? Okay, ich blicke halt gar nichts mehr. Am besten ich lösche einmal das Ganze. Habe zwar das Prinzip immer mehr verstanden, allerdings bringt das mich nicht wirklich weiter. Okay, können wir das dann auch aufnehmen? Ich glaube, ich nehme das mal auf. Okay, habe ich jetzt mal aufgenommen. Ich müsste dann einfach das Prinzip verstehen und das wäre toll. Also auch hier kann ich jetzt schon sagen, als Anfänger,
der wirklich sich hier einarbeiten möchte und wirklich noch gar nichts davon weiß. Nein, das ist nicht einfach. Okay. Okay. Dann ziehe ich mal irgendwas anderes auf den zweiten Clip. Ich brauche jetzt hier noch irgendeine Synth oder so. Wieso funktioniert das nicht? Ah, ich bin im Piano Roll. Ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe. Das ist gut. Die muss ich jetzt selber ein. Ich glaube, das Lied wird nicht... Ich habe ja vorher so anfängliche Dinge. Könnte ich das jetzt so schön in Patterns und übereinander legen? Das Lied wäre nicht allzu schlecht geworden. Funk Hats hört sich irgendwie gut an. Was ist jetzt los? Ist das jetzt ein Loop oder was soll das darstellen? Grand piano, en piano, c'est très bon. Hä? Das ist ein Loop oder was ist das? Ich kann den jetzt irgendwie zuschneiden. Ich brauche jetzt noch irgendwie ein E-Piano oder was? Oder irgendwas, was klingt. Ein Key wäre gut. Irgendein Key. Hilfe! Nee, ich bin jetzt hier irgendwie bei Loops gelandet. Hilfe. Ich bin jetzt hier irgendwie bei Loops gelandet. Das passiert, wenn der Computer in die Luft springt, weil das Programm nicht funktioniert. iPad ist doch gut. Nur das Pad hört sich nicht gerade toll an. Das hört sich nur besser an. Wobei, kann ich jetzt hier irgendwie noch Effekte hier hinzufügen, wie zum Beispiel ein Reverb? Was bringt der? Wie bekomme ich diesen Reverb jetzt auf sowas hier drauf? Zum Beispiel auf diesen Bass? Ja, Leute, ich würde sagen, wir belassen das bis heute. Ich blicke hier nicht durch. Ich weiß gar nicht, wie. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier noch zu irgendwas komme, auf irgendeinen grünen Zweig, weil hier. Ich weiß halt einfach gar nichts. Und dementsprechend kann ich hier nur irgendwie komisch rumprobieren, dann funktioniert mal was und dann ist alles wieder weg und dann denke ich, es funktioniert, aber dann geht's doch nicht und ich habe tatsächlich keine Ahnung. Also, an alle Leute, die Ableton benutzen wollen, lasst euch nicht von diesen ihr täuschen, das liegt nur daran, weil ich absolut keine Ahnung habe. Jetzt, wenn man sich natürlich vorher Tutorials anschaut, dann kann das Programm natürlich wahrscheinlich bestimmt auch ein ziemlich gutes sein. Tatsächlich, so viel kann ich natürlich nicht zu Ableton sagen, weil ich halt wenig verstanden habe und noch nicht so richtig zum Produzieren gekommen bin. Tatsächlich muss ich sagen, ich finde es gut, wie ich vorher schon erwähnt, dass es halt mit diesem Launch Key gut zusammenspielt und dass man hier halt, direkt, dass es so eine Brücke baut, finde ich eigentlich ziemlich gut, dass man nicht direkt alles im Piano Roll machen muss und dass halt auch vieles direkt hier drüber geht, dass man viel zuweisen kann, das gefällt mir sehr gut. Was mir nicht gefällt, kann ich tatsächlich nicht sagen, weil ich wirklich das Programm noch gar nicht verstanden habe, den Sinn dahinter, deshalb kann ich dazu jetzt eher wenig sagen. Aber auf jeden Fall fand ich es als Anfänger sehr schwierig und anstrengend, hier irgendwie was zu arbeiten, weil man will das nicht erklärt ist. Deshalb kann ich jedem empfehlen, auf jeden Fall sich ein Tutorial vorher anzuschauen. So richtig sagen können, welches Programm jetzt benutzerfreundlicher ist und welches nicht, das können wir jetzt natürlich nicht machen, da wir ja bei einem Programm kein Endresultat haben, das es ja gar nicht gibt. Checkt auf jeden Fall den lieben Herrn Cornelius oder so ab, weil der macht schöne Videos. Das war irgendwie doch etwas chaotisch jetzt hier. Sorry für das. An der Stelle, danke Cornelius, du darfst jetzt wieder frei sein. Husch, husch. Ja moin, jetzt habe ich doch tatsächlich vergessen, mich angemessen zu verabschieden. Ich sollte mir wohl einen neuen Skriptschreiber holen. Danke, dass ihr es bis hierher ausgehalten habt. Ich wollte nur noch einmal sagen, dass man sich garantiert kein Beispiel an unseren Erfahrungen mit den Programmen nehmen sollte. Jedem ist selbst überlassen, welches DAW das passende für einen ist. Also, danke fürs Zuschauen. Kanal liken, Video aktivieren und Glocke abonnieren. Und schreibt mir doch mal in die Kommentare, welche Schuhgröße ihr habt. Was?